Ich bin Mateka von Mateka & Partner Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager. Ja, willkommen zu Triple M, Matejkas Market Memos, donnerstags auf Audio-CD.at. Heute macht sich Wolfgang Mateka Gedanken zu den Telekom-Unternehmen, die einen M&A-Hype bekommen könnten. Einmal 100% Video mit Scharf. Der europäischen Telekommunikationsindustrie muss geholfen werden. Befehl aus Brüssel. Die Zeiten des Datenkannibalismus sollen vorbei sein. Das Schmarotzen von Big Tech auf dem Rücken der Netzbetreiber wird ein Ende haben. Der Bär aus Brüssel hat etwas vor. Letzte Woche wurde durch die Europäische Kommission eine Konsultation gestartet, die als Ergebnis eine neue Refinanzierung der Telekom-Infrastruktur zum Ziel hat. Die großen Social Media und Internetkonzerne sollen aufhören, sich ihr jeweiliges Geschäft am Rücken der bestehenden Telekom-Infrastruktur einzuverleiben, ohne für deren Errichtung etwas zu bezahlen. EU-Kommissar Thierry Breton hat sich den Sheriffstern an den Anzug gesteckt und treibt jetzt Google und Co. munter vor sich her. Das erklärte Ziel ist es, mit einer Abgabenverordnung von den bekannten externen Riesen wie Apple, Facebook, Google und Co. Gebühren einzuheben, die wiederum zur Finanzierung des Ausbaus von Breitband dienen sollen. Ein hehres Ziel, möge man meinen. Endlich werden diejenigen zur Kasse gebeten, die rund 55% des Internetverkehrs belegen und für dessen Infrastruktur nichts bezahlen. Im Gegenteil, ihre Services mit bester Technologie bewerben, die aber ohne perfektes Netzwerk wiederum nichts wert ist. Die EU tritt daher endlich, nach langer Zeit, den heimischen Telekoms an die Seite. Der Telekombranche würde dies gut tun, denn die Last des Glasfaserausbaus liegt seit Jahren allein auf ihren Schultern. Ja, sogar noch mehr, denn sie sind per Gesetz dazu gezwungen, den Wettbewerb bei Telefonie und Internetdiensten ins eigene Netz zu lassen. Die EU-Message bisher? Wettbewerb macht billig und freut die KonsumentInnen. Die Vielfalt der alternativen Drittbettanbieter in der EU spricht hier eine deutliche Sprache, denn in kaum einer anderen Region am Planeten gibt es dermaßen viele Anbieter bei Internet und Telekommunikation. Und die großen Incumbents dürfen bzw. müssen sich diesen Wettbewerb leisten. Zusätzlich wird in Zeiten steigender Zinsen dann noch durch ihre Finanzierung etwas teurer, doch dank Inflation und elastischen Preismodellen zahlt es am Ende eh wieder der Kunde oder die Kundin. Die Insolvenzstatistik bei Telekom-Anbietern tendiert nämlich seit Jahren verräterisch gegen Null. Doch nun soll zumindest Schluss mit der indirekten Subvention der Big Techs sein. Berechnungen zufolge sind diese passiven Kosten in Euroland zwischen 15 und 28 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Investitionslasten sollen in Zukunft auf mehr Schultern verteilt werden. Aber es wäre nicht die Politik, wenn sie nicht sich selbst ins Zentrum stellen würde. Natürlich wird hier eine Art Steuer angedacht und die EU will die Einnahmen daraus weiter verteilen. Ohne Bürokratie geht offenbar gar nichts mehr. Einfacher wäre es natürlich, die Investitionen direkt mit den Techs zu teilen, je nach Anteil im Datentraffic seitens der Telekoms Rechnungen an Google und Co. auszustellen oder einfach benutzergeführte Kostenmodelle einzuführen, die denselben Zweck erfüllen. Ergebnis wäre höhere Effizienz, weil höherer Druck darauf, schnellerer Zugang zu besserer Technologie und eine Entlastung im Refinanzierungsringelspiel. Mal sehen, ob es diesbezüglich während der laufenden Konsultation nicht doch zu einer oder anderen Einsicht kommen darf. Ein anderes Faktum deutet ebenso auf eine Beschleunigung des Breitbandausbaus und eine Lösung der damit verbundenen Refinanzierungsfragen hin. Die Tatsache, dass man über die Abspaltung und Rückmietung der Funk- und Sendemasten nicht nur nachdenkt, sondern sie umsetzt. Das bedeutet nämlich auf ein sich beschleunigendes Geschäftsmodell hin, dass die Nutzung dieser Masten, die Erreichbarkeit über die letzte Meile, nicht mehr allein ins Zentrum der Telekoms rückt, sondern die Bespielung des Breitbandnetzes innerhalb der eigenen Palette an zusätzlichen Services adressiert. Und genau diese Services bieten die besten Margen, denn am Ende sind sie reine Softwarefragen und nicht mehr allein an Netzverfügbarkeit und Netzqualität gebunden, denn die hat man ja mit Breitband. Wenn das Breitband mehr und mehr ausgebaut wird, werden also auch die großen Telekoms diese Services breiter anbieten und somit ihre Erträge schneller steigern können. Euroland hat derzeit noch rund 200 unterschiedliche Telekom-Anbieter.
Viel zu viele aus rein ökonomischer Sicht, aber genug, solange sich alle auf dem Ausbau der Infrastruktur durch einige wenige große Incumbents ausrasten können. Wenn sich aber der Breitbandausbau auf neuen Beinen refinanziert, beschleunigt, geht es nur mehr darum, wer die Kunden hat und ihnen die neuen Services anbieten kann. Und dann, wenn dieser Breitbanddamm bricht, kommen die Akquisitionen und der Markt wird zum M&A-Hype. Für Mateka von Mateka und Partner Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager. Für Mateka von Mateka und Partner Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager.